Hallo zusammen. Heute gibt es ein Mittagessen und ich habe mal wieder durch das neue Grundkochbuch, das ja jetzt das Kochbuch heißt, habe ich ein bisschen durchgeblättert und bin bei Hackbällchen in Tomatensoße hängen geblieben. Hackfleischbällchen mit Tomatensoße. Die findet ihr in dem neuen Grundkochbuch auf Seite 143. Aber da ich ja diese Guided Cooking Funktion so absolut hervorragend finde, machen wir das wieder danach. Die Zutaten habe ich soweit schon mir hier hingestellt und ihr seht hier auch noch den 31er, denn ich mache noch Reis dazu und da ich das nicht im Topf machen möchte und das in dem Rezept nicht vorgesehen ist, mache ich das dann einfach den Reis parallel dann im 31er. Ja, dann würde ich sagen, geht's los und viel Spaß! So, zunächst mal machen wir erstmal die Kamera an und, achso, den Rezeptchip brauche ich ja natürlich, ne? Den Rezeptchip. Jetzt müssen wir warten, bis das angedockt ist und dann gehen wir direkt in die Rezepte rein. Gehen dann auf H wie Hackfleischbällchen, da sind sie, in Tomatensoße. Und klicken auf Start. Die Zutaten werden uns alle wieder angezeigt. Wenn ihr zu dieser Guided Cooking Funktion noch ein detaillierteres Video sehen wollt, dann geht mal auf meinen Kanal. Da habe ich eine Übersicht mit 7 Videos rund um grundsätzliche Dinge zum Thema Thermomix TM5 gedreht. Da könnt ihr ganz speziell mal die Guided Cooking Funktion quasi aus der Nähe sehen. Aber hier gehen wir jetzt einfach dann der Reihe nach. So, wir sollen eine kleine Schüssel auf den Mixtopfdeckel stellen. Das machen wir doch mal. Weiter. 40 Gramm Brot, frisch oder altbacken in Stücken. Ich habe jetzt ein trockenes Brötchen genommen, das sind genau 40 Gramm. Warum sollte ich das jetzt vorher abwiegen? Weiß ich jetzt nicht. Mal auf weitermachen. In die Schüssel einwiegen. 80 Gramm Milch. Achso, wir sollen das jetzt wahrscheinlich aufweichen. Aber dazu sollte ich es vielleicht... Also es steht ja auch in Stücken, ne? Dann sollte ich es natürlich auch erstmal in Stücken machen. Das mache ich mal eben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das war's schon. Ihr konntet ja jetzt zugucken. Die Brötchenkrümel, die machen wir mal schön schnell in den Mülleimer rein. Mal. So, die 40 Gramm Brötchen haben wir in der Schüssel. So, jetzt nochmal weiter. 80 Gramm Milch möchte er. Die Waage ist schon auf 0 gestellt. Die ist jetzt Kühlschrank kalt. So, das sind jetzt 90 Gramm. Ob das aufweicht, das weiß ich noch nicht. Mal gucken, weiter. Zur Seite stellen und einweichen lassen, machen wir. 6 bis 12 Stängel Petersilie abgezupft. Ich habe jetzt hier einfach mal einen so einen Bund. Das weiß ich gar nicht, wie viele Stängel das sind. Die ist jetzt schon ein bisschen, naja, welk, weil die im... einfach in einem Kühlschrank lag. Normalerweise mache ich die immer in Wasser. Dann machen wir da jetzt mal so abgezupft, wenn er das verlangt. Aber die Stängel jetzt nicht, oder? Nein, ich glaube nicht. Wir machen da jetzt einfach mal so ein bisschen was rein. So, wie wir meinen. Das waren jetzt, ich glaube, 3 oder 4 Stängel. Eigentlich brauche ich noch für das Gericht für morgen Petersilie. Dann muss ich noch mal was holen. Das ist jetzt Blatte. Ihr könnt wahrscheinlich auch krause Petersilie nehmen. Ich glaube nicht, dass das irgendwas macht. So wie euch da beliebt. So. Legen wir zur Seite. Haben wir. Weiter. Eine Knoblauchzehe. Knoblauchzehe nehme ich natürlich nicht, weil
wenn wir einen Thermomix haben, machen wir ja auch immer unsere Paste. Ich hoffe, ihr macht die Paste. Wenn nicht, schaut mal auch auf meinen Kanal. Da habe ich die Paste auch Schritt für Schritt verfilmt und auch ein Video gemacht, wie ihr Knoblauch leichter schälen könnt. Da dürft ihr mal reinschauen. Deckel, wo habe ich den Deckel hingepackt? Da. Die Knoblauchzehe steht auch hier, ist optional. Deckel aufsetzen. Weiter. 5 Sekunden, Stufe 7. Man hört es jetzt, es läuft schon leer. Mit dem Spatel nach unten schieben. Oh, da ist noch ein kleiner Stängel. Oh, das riecht aber lecker nach Petersilie. Da jetzt noch ein etwas größeres Stück ist, mache ich jetzt nochmal manuell was nach an Zeit. Dazu geht ihr einfach auf die Home-Taste, klickt auf Rezept speichern, dann merkt ihr sich die Stelle, wo ihr wart. Und gebt dann einfach, wenn ihr auf dem Wählkreis für die Geschwindigkeit seid, einfach nochmal Stufe 7. So, das war jetzt eine Sekunde. Und dann gucken wir nochmal jetzt wieder, wie das geworden ist. Ja, das ist super. Das schieben wir jetzt nochmal runter. So. Und müssen wir wahrscheinlich noch nicht aufsetzen. Und gehen jetzt hier oben auf dieses kleine Lesezeichen. Dann gehen wir direkt wieder ins Rezept rein. Und geben jetzt 400 Gramm Hackfleisch in den Mixtopf. Das ist jetzt, glaube ich, ein paar Gramm mehr. Aber das ist ja nicht schlimm. Wie sind das denn? 418. Die gebe ich jetzt einfach mal so als Klumpen da rein. Wollen wir mal gucken, was draus wird. Weiter, 2 Eier. Das sind jetzt, ich glaube, L sind die. Wobei, das ist eigentlich M, ne? Ich glaube, das ist M. Und klicken auf Weiter. Einen halben Teelöffel Salz habe ich schon hier stehen. Mit dem Reis fange ich übrigens gleich erst an. Nicht, dass ihr euch wundert. Eine Prise Pfeffer. Haben wir. Ein geweichtes Brot ausdrücken und Milch wegschütten. So, mal gucken, ob da was schon eingeweicht ist. Naja, noch nicht so ganz, ne? Ein bisschen. Ich rühre das mal um, muss aber noch ein paar Minuten warten, bis das wirklich ganz eingeweicht ist. Ich verrühre das jetzt so ein bisschen mal in der Milch. Ja. Also ich glaube, ich würde das nächste Mal in Wasser einweichen. Also normalerweise, wenn ich irgendwie so Frikadellen oder Hackbällchen oder irgendwie sowas mache, weiche ich das auch normalerweise in Wasser ein. Und nicht in Milch. Aber das könnt ihr so machen, wie ihr das möchtet. Ich lasse das jetzt hier noch ein bisschen einweichen und dann sehen wir uns gleich wieder in ein paar Minuten. So, jetzt sind ein paar Minuten vergangen. Ich habe jetzt in der Zeit die Tüten in den Müll gepackt und die Zwiebel schon mal geschält. Jetzt gucke ich mal, inwieweit ich da überhaupt schon was ausdrücken kann. Aber so eingeweicht ist es jetzt nicht. Also ein bisschen schon. So. Und die Milch sollen wir wegschütten. Aber jetzt klicken wir erstmal auf Weiter. So. In den Mixtopf zugeben, ausgedrücktes Brötchen haben wir jetzt gemacht. Deckel aufsetzen. Jetzt machen wir unsere Hackfleischmasse. 10 Sekunden Linkslauf, Stufe. Ne, nicht Linkslauf, Entschuldigung. 10 Sekunden, Stufe 5.
umfüllen. Das kriegen wir hin. So sieht es jetzt aus. Eigentlich sehr lecker, also gerade auch mit der Petersilie sieht das sehr schön aus. Und ich muss sagen, ich finde auch gerade so Hackbällchen oder Frikadellen mit eingeweichten Brötchen immer viel besser als mit Paniermehl. Weil dann werden die halt doch deutlich lockerer. Und ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, wie es jetzt ist, aber früher war in dem alten Grundkochbuch waren zum Beispiel die Königsberger Klopse immer mit Paniermehl. Und ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie die jetzt gemacht werden. Ich hoffe, die werden jetzt mit eingeweichten Brötchen gemacht. So, können wir aber mal bei Gelegenheit nachschauen. Weiter. Varoma-Behälter und Einlegeboden einfetten. Dann nehme ich mir jetzt ein Zewa. Ein Küchentuch, meine ich. Ne? Wir wollen ja keine Werbung machen. Ein Küchentuch, liebe Thermifee, nehme ich jetzt. Aber nicht zum Saubermachen, sondern zum Einfetten. Dann mache ich jetzt Olivenöl drauf. Und fette das jetzt so leicht ein. Steht ja nicht, dass es triefen soll vor Fett. So. So. Haben wir. Weiter. Mit geölten Händen kleine Fleischbällchen, Durchmesser 4 cm Form, in dem eingefetteten Varoma-Behälter und Einlegeboden verteilen und zur Seite stellen. Ich mache das aber jetzt mit einem Löffel noch. Fette ich die jetzt ein, die Hände? Ach, bitte, was? Kleinen Tropfen. Kleinen Tropfen, habe ich gesagt. Einen kleinen Tropfen Öl. So, und jetzt mache ich das zusammen mit dem Löffel. So, und dann habe ich jetzt so Fleischbällchen. Die lege ich jetzt in dem Einlegeboden an. Ja, lege die dann einfach so nebeneinander da rein. Ich weiß jetzt nicht, ob das 4 cm sind. Aber so ungefähr ist es ja auch immer. Ne? So, da sind wir schon fertig. Also unten sind jetzt nur 4 Stück drin. Ich glaube, wenn er die etwas enger legt, dann kriegt er auch alle da oben rein. Aber egal. So, den Fingerkäse waschen. In der Zeit zähle ich mal eben für euch, wie viele das jetzt waren. Und zwar habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 4 macht, ihr dürft mal schnell im Kopf rechnen, 12. Ne? Also ich habe jetzt 12 Bällchen draus geformt und klicke jetzt auf Weiter. Ich tippe auf Weiter, wollte ich nochmal bemerken. Ich klicke nicht, ihr müsst ja nur drauf tippen. Ich tippe Weiter. Knoblauchzehe, habe ich schon wieder weggefunden. Eine Knoblauchzehe. Dann nehmen wir wieder, ne, ihr kennt es ja, die Paste. Die Paste. 50 bis 80 Gramm Zwiebeln, das ist jetzt eine Zwiebel halbiert. 20 Gramm Olivenöl. Ihr merkt, das ist super mit der Guided Cooking Funktion. Ihr müsst nur drauf gucken. Ihr habt kein Buch mehr da liegen. Ihr habt kein Buch, was dreckig werden kann, wenn es daneben liegt. Ihr müsst einfach nur tippen und fertig ist der Lack. Das ist spitze. Deckel drauf. Weiter. 5 Sekunden Stufe 5. Weiter. Lassen Sie den Messbecher eingesetzt. Aber ich schab das erst einmal runter.
Weil es wird jetzt angeschwitzt. Das möchte aber erstmal alles nach unten haben, ihr Lieben. So geht es ja nicht, ne? So, weiter. 3 Minuten, 120 Grad, Stufe 1. Ich stelle gerade den Reis hier schon mal an. Ja, ja. Den Reis, ich habe jetzt mal geguckt im alten Grundkochbuch, in dem neuen Grundkochbuch. Die Zeiten sind deutlich anders. Ja? Also in dem neuen Grundkochbuch, beziehungsweise in dem alten, sind es 30 Minuten 100 Grad Stufe 1. Und in dem neuen sind es 20 Minuten 100 Grad Stufe 4. Also da müsst ihr wirklich drauf achten, habt ihr den alten, nein, nicht den alten, Entschuldigung, den TM31, der ist ja immer noch nicht alt, ja? Also habt ihr den TM31 oder den TM5, da müsst ihr halt irgendwie Reis dann nach nicht nach Packungsangabe, sondern nach jeweiligem Grundkochbuch kochen. Nun kommen 600 Gramm passierte Tomaten. Ich habe jetzt hier nur eine 500 Gramm Packung. Deswegen, ich denke mal, wir brauchen die Feuchtigkeit. Werde ich das Ganze mit Wasser auffüllen. Diese Schere ist absolut super. Die ist im Übrigen von The Pampered Chef. Die hat hier unten noch so einen Verschluss und ist spitze. Ist spitze. So, die Waage ist tariert. Da kippen wir das jetzt rein. Es klebt ja sowieso noch ganz viel hier drin. Also jetzt sind es hier nur 465. Jetzt machen wir nochmal Wasser rein. Und schütten das hier nochmal drauf. 555. Weiter. Jetzt habe ich hier ein bisschen gekleckert, aber kein Problem. Einen Teelöffel Salz. Haben wir. Eine Prise Pfeffer. Das ist immer mit der Prise so schwer abzuschätzen. Aber da dieser Pfeffer hier nicht so scharf ist, kann ich da ruhig ein bisschen mehr dran machen. Das ist nicht so schlimm. Deckel aufsetzen. Messbecher nicht, weil wir jetzt den... Warum? Achso, ich sollte vielleicht auch anschalten. Ne? Was hatte ich gesagt? 30 Minuten 100 Grad Stufe 1. Varoma aufsetzen. Und jetzt... 20 Minuten, deswegen wollte ich den Reis eigentlich schon noch ein paar Minuten eher aufsetzen. Jetzt braucht nämlich das hier nur 20 Minuten, der Reis braucht 30 Minuten. Ich werde aber gleich nach 20 Minuten schon mal probieren. Vielleicht ist er trotzdem schon gut. 20 Minuten Varoma und Stufe 1. So, das Essen ist fertig. Die Hackbällchen mit Tomatensauce waren natürlich voll langsam, waren natürlich jetzt schon vorher fertig. Den Reis habe ich jetzt, nicht 30, habe ich jetzt so 27, 28 Minuten drin gehabt. Habe also jetzt für ein paar Minuten den Thermomix mit den Hackbällchen einfach nur ausgemacht, beziehungsweise einfach auch weitergedrückt. Und die nächste Anweisung ist schon, das Ganze einfach zu servieren. Der Reis ist gut, den habe ich schon probiert. Die Hackbällchen probiere ich jetzt mal mit euch. Hier, da mache ich mir... Oh, die riechen aber sehr lecker. Einfach mal so ein Stückchen Hackbällchen ab. Probiere einmal das Hackbällchen mit euch. Sind sehr schön locker. Das kommt natürlich das eingeweichte Brötchen. Schmecken... hervorragend. Und die Tomatensoße. Blop. Die probiere ich auch mal.
mit euch. Ja, doch. Ist gut. Ich überlege, wie auch ein bisschen mehr Salz dran könnte. Nö. Nö. Und ich finde jetzt, das reicht von der Salzmenge her. Schmeckt auch schön fruchtig, schön tomatig, schön würzig. Das dürfte auch sehr gut im 31er funktionieren. Und es gibt jetzt gleich ein Foto. Ne, stimmt gar nicht. Ich habe es ja jetzt geändert. Das Foto habt ihr ja schon zu Anfang gesehen. Genau, das Foto habt ihr zu Anfang schon gesehen, wie es geworden ist. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen und sage bis dann und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch sehr freuen, sowohl bei Facebook als auch bei YouTube. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und ich sage bis dann und tschüss!